Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ovigomi. Heute wollen wir die Nähte und Stiche hier für diesen Raumanzug erstellen. Und dafür habe ich bei YouTube ein Video von CG Virus gefunden, das heißt Procedural Alpha Texture with Blender Texturing Node, Cloth Detail Seams, Wrinkles, Stitch Tutorial. Ja, und diese Methode wollen wir heute mal ausprobieren. Man kann diese Stiche und Falten auch mit Sculpting machen. Da muss man aber beim Sculpten mit der Geometrie sehr ins Detail gehen. Das wollte ich jetzt nicht. Und eine weitere Methode ist, das auf einem Loopcut laufen zu lassen. Dann müssen aber dort, wo die Stiche sein sollen, immer Loopcuts vorhanden sein, was jetzt hier auch nicht der Fall war. Und daher habe ich mich für die Texture Painting und Bump Mapping Methode entschieden. Das Tutorial ist zweigeteilt. Zum ersten Teil erstellen wir hier diesen Stempel, den wir dann im zweiten Teil brauchen für das Texture Painting. Zur Erstellung des Brushes habe ich hier mein neues Blender-Projekt geöffnet. Ich habe hier den Default Cube, die Kamera und die Lampe gelöscht. Und ich ziehe jetzt hier das untere Fenster ein bisschen nach oben. Und hier oben rechts am Viewport splitte ich nochmal das Fenster so, dass die Trennlinie hier in der Mitte ist. Dann gehe ich hier in die Rendereinstellung und stelle mir hier zum Beispiel eine 1024x1024 Arbeitsfläche rein. Und hier oben links wechsle ich in den Texture Node Editor. Den hatten wir bisher noch nie, das ist was Neues. Und dann hier oben rechts in den Image Editor und hier unten in den Compositor. Als erstes gehe ich hier in den Texture Node Editor und stelle hier oben Brush ein. Dann gehe ich hier auf New und nenne die Textur einfach mal Beispiel. Und dann aktiviere ich Use Nodes. Ich lösche hier die erste Node und füge dafür dann eine Texture Blend Node hinzu und verbinde den Color Ausgang mit dem Color Eingang der Output Node. Dann gehe ich hier unten in den Compositor und aktiviere hier ebenfalls Use Nodes. Dann lösche ich die Render Layer Node und füge dafür unter Input Texture eine Node hinzu und verbinde den Color Ausgang mit dem Color Eingang der Composite Node. Hier, wo die Textur angegeben ist, kann ich meine Beispieltextur auswählen und dann füge ich noch unter Output eine Viewer Node hinzu. Mit dem Node Wrangler Addon aktiviert, drücke Shift und ziehe mit der rechten Maustaste hier so eine Linie. Dann erzeugt er mir hier so einen Knotenpunkt und den verbinde ich mit der Viewer Node. Und dann hier oben rechts in dem Image Editor gehe ich dann hier auf, nicht auf Render Result, sondern auf Viewer Node. So, und jetzt spiele ich hier mal so ein bisschen mit der X-Richtung rum. Dann tut sich hier oben rechts schon was. Ich setze das wieder auf 0 zurück. Und wenn man hier rauszoomt, dann sehen wir jetzt hier unser Ergebnis, was wir hier im Texture Node Editor gebastelt haben, sehen wir dann hier im Image Editor. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist uns hier ein Node Setup auszudenken, was so aussieht wie, sagen wir mal, ein Stich und eine Falte. Und das dann hier im Image Editor zu speichern und dann in dem anderen Projekt zu verwenden. Dazu können wir beispielsweise hier unter Color eine RGB Curves Node hinzufügen. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. Und dann füge ich hier in der Mitte einen Punkt ein und ziehe den Punkt für die Highlights hier etwas nach unten. Ihr seht dann schon, es geht von schwarz nach weiß, wieder nach schwarz. Und dann ziehe ich den schwarzen Bereich beispielsweise hier hin. Dann setze ich hier nochmal einen Punkt dazwischen und ziehe den so ein bisschen nach unten, damit das Abflachen ein bisschen stärker wird. Und dann setze ich hier nochmal einen Punkt, damit die Kurve nicht ganz so schnell ansteigt. So ungefähr. Unsere Falte ist damit fertig und wir benötigen jetzt noch unseren Stich. Ich dupliziere hier unsere Blend Node und stelle statt Linear, stelle ich Spherical ein. Das Ganze leite ich mal in den Output, um mir anzusehen, wie das aussieht. Die Sphäre hier ist noch ein bisschen groß, deswegen
füge ich als erstes eine Color Ramp hinzu und schiebe den schwarzen Regler ja so ungefähr bis hier. Dann füge ich unter Distort eine Scale Node hinzu und skaliere um die X-Achse um 4. Dann wird das so gestaucht. Er ist noch ein bisschen groß, der Stich, deswegen schiebe ich den schwarzen Regler hier noch ein bisschen nach rechts. Ja, und was wir jetzt tun müssen, ist die beiden Muster zu kombinieren. Mit Color Mix RGB setze ich die hier zusammen. So. Und was mir jetzt noch auffällt, ist, dass der Stich hier wirklich sehr nah an der Falte liegt. Deswegen füge ich unter Distort noch eine Translate-Note hinzu und gehe hier in X-Richtung auf 0,2 ungefähr. Ja, das sieht ganz gut aus. Der Stich verschiebt sich dann nach links. Übrigens, wenn ihr einen Doppelstich machen wollt, dann dupliziere ich hier die Mix-RGB-Note. Die Translate-Note dupliziere ich auch nochmal. Dann verbinde ich hier den Color-Ausgang von der Scale-Note mit der zweiten Translate-Note und dann hier in den Mix-RGB und verschiebe das hier zum Beispiel auf X-Richtung auf minus 0,2 und schon hätte ich einen Doppelstich. Das Ganze mache ich mal wieder weg, weil wir das für das Tutorial jetzt nicht brauchen. Und was noch ganz hilfreich ist, dass wir hier eine zweite Color Ramp hinzufügen. Hier kann man noch mal ein bisschen mit dem Kontrast ein bisschen tweaken. Aber ich gehe jetzt hier hin und nehme hier den Alpha-Ausgang. Den nehme ich ganz zurück von dem Schwarz. Und ihr seht, kriege ich jetzt hier nur eine Alpha-Map, wo nur die Weißanteile zu sehen sind. Die brauchen wir auch nur für unseren Stempel. Wir müssen unser Bild noch exportieren, deswegen geht ihr hier in den Image Editor und drückt hier Save As. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr ein Format auswählt, was einen Alpha-Kanal hat, beispielsweise PNG. Und das Bild werden wir jetzt in dem anderen Projekt als Brush verwenden. In diesem neuen Projekt wollen wir unseren Brush mal ausprobieren. Ich habe hier den Default Cube so belassen und da noch ein Sonnenlicht hinzugefügt. Für den Default Cube führe ich noch ein UV Unwrapping durch. Gehen wir mal kurz in den UV Image Editor. Ja, das sieht ganz gut aus. Wieder zurück in den Object Mode und dann wechsle ich gleich ins Texture Painting. Und hier gehe ich auf New, um eine neue Textur zu erzeugen. Hier mit der Auflösung, da müsst ihr ein bisschen gucken. Bei größeren Modellen, wie zum Beispiel den Astronauten oder beziehungsweise die einzelnen Teile davon, da hat eine 2K-Textur nicht ausgereicht, da musste ich auf 4K gehen. Ich hoffe, dass das jetzt hier ausreicht mit 1024x1024. Ich nenne die Textur hier einfach mal Würfel Bump. Den Alpha-Kanal brauche ich nicht. Standardfarbe ist schwarz, das passt soweit. Und ich gehe auf OK. Hier rechts unter den Werkzeugeinstellungen gehen wir von Mode auf Single Image. Und als Bild wählen wir hier unsere World Bump Textur aus, die wir gerade erzeugt haben. Und jetzt müssen wir noch unsere Textur hier reinladen. Wenn ihr mehrere Texturen oder Brushes verwendet, dann solltet ihr hier auf Add Brush gehen und den dann sinnvoll benennen. Dann geht ihr hier unter Texture und drückt hier auf New. Dann könnt ihr hier mit diesem Wechselsymbol in diesen Texture Editor reingehen. Die Textur könnt ihr hier auch benennen und dann geht ihr hier auf Open. Wir wählen unsere Beispieltextur aus und dann wechseln wir wieder hier in den Werkzeugtab zurück. Als Mapping-Methode verwendet ihr Viewplane. Ihr müsst dann Rake anhaken. Dann geht ihr unter
Fall-Off wechselt ihr auf Smooth und dann noch unter Stroke, unter der Option Space bei Stroke Method, wechselt ihr hier auf Spacing 30%. Und jetzt müssten wir eigentlich bereit sein, um zu malen. Ich gehe hier mal drüber. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Vielleicht ist der Strich noch ein bisschen schwach, aber das werden wir mal sehen. Dann gehe ich hier auf der linken Seite unter Image Save As, weil wir unsere Bump-Textur noch speichern müssen. Würfel Bump JPG klingt gut. Und dann wechseln wir wieder zurück in den Layout-Tab und müssen diese Bump-Textur hier noch in unser Material einpflegen. Wir fügen wieder mit Shift A eine Image Texture hinzu. Mit Steuerung T erzeugen wir unser übliches Node Setup und dann noch mit Shift A unter Vektor Bump noch eine Bump Node. Die verbinden wir gleich mit der Principal Node und den Color Ausgang mit der Höhe. Dann öffnen wir unsere Würfel Bump Textur und ganz wichtig nicht vergessen, hier den Color Space auf Non Color Data umzustellen. Ja, und dann gehen wir mal in den Render View und sehen uns das Ganze mal an. Da oben ist schon was zu sehen. Ja, und der Effekt sieht schon ganz gut aus. Ein Trick, den ich noch gelernt habe, ist die Strength von der Bump Node auf 100% zu lassen, beziehungsweise auf 1. Die habe ich immer runtergesetzt und stattdessen mit der Distance rumzuspielen. Ich setze das mal auf 0,2. Ja, und das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, zum Abschluss dieses Videos noch ein paar Tipps. Ich empfehle für dieses Texture Painting natürlich ein Grafiktablet, weil man nur so in der Lage ist, halbwegs vernünftige gerade Linien zu zeichnen, so wie hier. Mit der Maus wackelt man noch ein bisschen. Dann beim Zeichnen verwenden wir hier diese Mapping-Methode Viewplane. Da ist das so, wenn ich weiter weggehe, kriege ich ein größeres Muster, als wenn ich nah rangehe. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr hier zum Beispiel hier rumfahrt um den Ärmel und hier so eine Naht an die Seite, an die Kante zeichnen wollt, dass ihr dann immer ungefähr die gleichen Abstand habt. Man kann immer ein bisschen vorzeichnen, so, und dann guckt man halt, wie groß das Muster geworden ist und kann dann entweder rein und rauszoomen oder mit F den Brush ein bisschen kleiner oder größer machen. Und der letzte Tipp ist, ihr solltet immer darauf achten, dass er in eine Richtung zeichnet. Wenn ich jetzt hier von rechts nach links zeichne, dann sind die Stiche hier auf der oberen Seite. Wenn ich hier von links nach rechts zeichne, sind die Stiche hier auf der unteren Seite. So könnt ihr das ein bisschen steuern, wie rum euer Muster auf dem Modell gerade erscheint. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.